Oh, das ist aber eine richtig abgefuckte Quest. Der Mond ist auch im Weg. Da liegt noch eine. Ich habe noch eine gefunden. Ha. Ja, wie gesagt, wenn man einmal weiß, wie es geht, dann weiß man auch, wonach man gucken muss. Kriegst du ja in deine Augen, ey. Kacke hier. Ist hier noch irgendwas? Hinten vielleicht? Diese Wellen regen einen auch tierisch auf. Vor allem so siehst du die kein bisschen. Du musst echt da reinzoomen, wie blöde. Und unter Wasser gucken. Nee, ich muss hier hoch. Sonst krieg ich mal da einen am Gigi. Da sind welche. Ist die noch? Nee, da ist aber noch eine. Na. Ah. War ganz schön heavy, ey. Also die Quest ist ganz schön bitter. Also die ist echt... Boah, wer sich die ausgedacht hat... Der gehört echt gesteinigt. Der gehört echt gesteinigt. Ach, guck mal. Aluminas ist zurückerobert worden. Ja, schön. Boah, das ist echt so eine richtige Arsch-Kack-Drecks-Quest. Wenn ich jetzt nicht wüsste, wie die geht, würde ich jetzt sagen, komm, scheiß drauf. Aber jetzt habe ich sie herausgefunden und jetzt will ich die auch machen. Es sind ja auch nur noch drei. Drei Urnen. Oh, da ist eine, glaube ich. Ist da eine? Oder auch nicht? Die Wellen, die sind echt übelst ätzend. Dass man hier nichts mehr sieht. Boah, der Mond ist auch. Warum kann nicht Tag sein, ey? Warum muss es jetzt dunkel sein? Ich sehe so nichts. Boah, ich sehe so überhaupt nichts. Alter. Ich sollte... Kann ich die Grafik so runterstellen, dass ich unter Wasser gucken kann? Die ganzen... Kann ich die Spiegelung ausmachen? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das geht. Das wäre natürlich super. Dann habe ich die ganze Scheiße hier nicht mehr. Muss ich so ewig... Drei Millionen Jahre lang... In welche Richtung gucken. Ich denke mal, hier wird noch irgendwo eine sein. Das ist doch eine eigentlich, oder nicht? So, Wässerchen, bleib mal stehen, bitte, sonst sehe ich nichts. Ja, das ist auch super, das klappt mega gut, ey. Okay, ich kann irgendwie nur in eine Richtung gucken, weil alle anderen so voll mir sind mit Spiegelung, dass ich da nichts mehr sehe. Also hier, da kann ich mich lange umgucken. Das ist auch nur eine Spiegelung. Scheiße. Boah, da kriegst du ja eine Waffel. Da bist du behämmert bei. Alter Leute, was könnte so eine Quest könnte doch nicht bringen? Seid ihr denn völlig von allen guten Geistern verlassen? Habt ihr sie denn noch alle? Wieso ist denn da kein? Da müsste eigentlich einer sein. Mann. Scheiße. Ich könnte natürlich jetzt so machen. Und auf gut Glück hoffen, dass sich irgendwann mal der Icon bewegt. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Kannst ja auch nicht durchziehen. Das funktioniert ja nicht. Bin ich denn noch hier im Gebiet? Ja. Das Glitzerndes unten im Wasser. Du kannst mich doch mal glitzern im Wasser, ey. Boah, richte mich auf, der Typ. Jetzt habe ich die Hälfte schon. Jetzt will ich da doch zu Ende machen. Was mache ich hier eigentlich? Das ist mega unsinnig. Aber es kann ja nicht sein, dass die Quest so geht, oder?
Muss auch anders gehen irgendwie. Kann ja nicht sein. Vor allem das Wasser auf dich zu bewegen, Mann. Oh, da hinten kann ich gut gucken. Ist das eine Urne? Ist das eine Urne? Das Problem ist, dass... Hallo? Das hört doch gar nicht auf, sich zu bewegen hier, das Scheißdrecks-Arschwasser. Ich muss eigentlich echt so gucken, weil die Strömung sonst... Boah, jetzt kannst du mich, ey. Ich kriege hier einen an der Waffel. Das ist ja behämmert bei. Nee. Jetzt habe ich 5 Minuten ausgehalten. Was ist da noch? Hinten ist noch so ein Päckchen. Scheiße, da muss ich auch noch hin. Ich gebe ja nicht auf. Ich sehe aber auch echt überhaupt nichts. Mann, ich will das jetzt aber haben. Ist das eine Kacke? Ich will das jetzt aber schaffen. So eine Scheiße. Hey, war ich ja schon überall. Da waren ja schon die 3 Stück. Ach, Kacke. Mann, das riecht mich stolz wieder auf. Dort kann ich mich ja aufregen. Das ist so... unnütz. So mega unnütz. So eine bescheuerte Scheißquest. Also von allen Quests, die ich bisher gemacht habe, ist das definitiv mit Abstand die allerbehämmertste gewesen. Oder ist sie immer noch? Also, die ist ja sowas von hohl. Kein Wunder, dass ich da online nichts gefunden habe, weil halt wahrscheinlich keiner macht. Oh. Hier ist ein Gegner. Und direkt hinter mir müsste noch so eine Kiste sein. Wahrscheinlich da oben. Da komme ich aber nicht hoch. Natürlich nicht. Ach, mich regt das jetzt echt auf mit diesen Dingern. Das ist auch ein Gegner gewesen, habe ich gar nicht gesehen. Wo kommt der denn her? War der die ganze Zeit da? Was macht der? Kann er sich heilen? Ach, der kann Spinnen beschwören. Okay. Okay, warum nicht? Soll er mal machen. Hab ich auch nichts gegen. Ah, da ist das Paket. Sehr gut. Die sind aber auch echt versteckt. Gut, dass sie auf der Karte angezeigt werden, sonst ist der ein Wolf. Nummer 4. Sehr gut. 4 von 6. Kommen wir hinten auch wieder weg. Boah, ich will jetzt diese Uhren eigentlich noch machen. Mann. Es ärgert mich echt so dermaßen, dass ich diese Dinger nicht finde. Und ich verstehe nicht, wieso. Mann. Ich verstehe nicht, wie man so eine Quest machen kann. Das muss doch irgendwie lösbar sein. Ungezügelte Wut. Wo muss ich da hinten hin für ungezügelte Wut? Ich muss hier überall hin. Vielleicht muss ich das wirklich machen, wenn es Tag ist. Wo ist denn der Mond? Der Mond. Bin ich nicht schon bei Morgendämmerung? Morgenröte, ja. Die hilft mir gerade überhaupt nicht, die Morgenröte. Kennt ihr das Schiff, die Morgenröte von Narnia? Einfach. Ignoriert mich einfach, wenn ich irgendwie Scheiße erzähle. Ah, so kann man vielleicht ein bisschen besser sehen. Such gerade mal die richtige Kameraperspektive herauszufinden. Man sieht hier nicht genug, das ist das Problem. Die Dinger glitzern aber auch kein bisschen. Wenn die sich hier irgendwie am Boden... Ach Gott, das ist ja ein Augenkrampf. Wenn die am Boden irgendwie sich bewegen würden oder irgendwie wirklich glitzern würden, dann würde ich sagen, gut. Kein Thema. Kann man ja mal machen. Aber du siehst die Dinger ja echt nicht.
Ne, das war alles irgendwo hier, weiter hinten auf dem Boden, wo dann sich der Boden geändert hat. Die paar, die ich bisher gefunden habe, waren alle irgendwo hier. Aber diese Spiegelung von mir selbst geht mir so auf den Sack. Ja, so ist die nicht da, aber so sind die Wellen. Ja gut, die Spiegelung ist trotzdem da. Aber man sieht auch einfach nichts. Und blinken tun die auch kein Stück. Ich überlege gerade, in welche Richtung ich gucken muss, um möglichst viel zu sehen. Die an sich war schon gar nicht so schlecht. Nur noch ein bisschen weiter. Ich versuche jetzt mich einfach nochmal an diesen Dingen. Warum mache ich jetzt, haben wir jetzt reingezoomt, wenn es eh noch keinen Sinn macht? Ah, ich kann gerade gut gucken. But there is nothing. Ne, das ist keine. Da ist eine. Ne. Scheiße. Auch nicht. Mann, das gibt's doch gar nicht. Bin ich denn hier noch in dem Kreis? Ja, bin ich noch. Hier vielleicht eine. Das eine? Nee. Hm. Immerhin weiß ich jetzt, in welche Richtung ich gucken muss, um da hier ein bisschen mit zurechtzukommen. So klappt es einigermaßen gut. So sehe ich wenigstens ein bisschen was. Ich sehe nur keine von diesen Dingern. Ist das eine? Nein. Ist aber auch keine mehr. Kann ja nicht sein. Es sind überhaupt keine mehr von diesen Dingen. Die lügen mich noch an. Die verarschen mich doch hier einfach. Einmal ist der Mond weg und blendet nicht mehr. Jetzt blenden nur alles andere. Hm. Da stand ja, dass das irgendwie an den... werden durch die Ruinen der gefluteten Gebäude vor den Wellen geschützt. Heißt das irgendwo, wo keine Wellen sind? Kann man das irgendwie rausfinden, wo die Dinger sind? Sieht man das irgendwie? Kann man das irgendwie sehen? Ich habe noch nichts davon gesehen, wie die irgendwie geschützt werden. Bisher die Teile, die ich gefunden habe, waren noch immer auf dem anderen Boden. Oder? Nee, stimmt gar nicht. Was sehe ich denn da? Was? Ich weiß auch gar nicht, ob die wirklich immer nur an den Gebäuden stehen oder nicht. Ach, das ist doch die dreckigste Scheiß-Arsch-Sau-Quest, die je einer erfunden hat, ey. Machen wir den Rückenkrauler hier. Hier ist unser Typ. Leute, ich habe keinen blassen Schimmer, wo diese Scheißdinger sein sollen. Wirklich nicht. Ganz ehrlich, ich habe null Ahnung, wo die sein sollen. Ich, ja, die Aufnahme ist eh jetzt schon wieder vorbei. Auch wenn es gerade hell wird. Vielleicht ein gutes Zeichen ist. Ist aber Morgenröte. Ist aber für ein Wetter, ey. Ich sollte vielleicht an Land schwimmen. Ah, ne, da kriege ich hinterher nur auf Fresse, wenn ich mich wieder einlogge.
Bonus XP kriege ich so oder so. Egal, wo ich rumstehe. So, ich bleibe jetzt einfach mal hier drauf stehen und ich teste gleich nochmal, wie das aussieht mit schlechterer Grafik, ob man die Spiegelung auskriegt, dass man da was sehen kann. Wenn es geht, nehme ich das nochmal auf. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Entweder habe ich das dann schon gemacht, weil ich Langeweile hatte oder nicht, aber das müsst ihr euch jetzt nicht noch weiter antun. Das ist ja der absolute Horror. Und derjenige, der diese Quest sich ausgedacht hat, der gehört verflucht. Wir sehen uns aber dafür morgen wieder, wenn es weitergeht mit der Herr der Ringe Online. Bis dahin, tschüssi, Kowski und noch viele andere. Bye-bye. Ja, da sind wir doch nochmal. Guckt euch das mal an. Wir sind in einer Special-Folge mit der niedrigsten Auflösung, die man irgendwie haben kann in Herr der Ringe Online. Das ist jetzt gerade absolute Minimum. Und wie man sieht, man hat keine Wellen mehr und man kann quasi durchgucken. Und ach, guck mal, da ist eine Urne. Ist ja nicht wahr. Guckt mal, wie einfach das geht. Man sieht einfach auf einmal alles. Das ist ja praktisch, nicht wahr? Und wieso kann ich die nicht... Ach, die habe ich schon, ne? Genau. Ach, guck mal, da ist noch eine. Das ist ja schön. Das ist ja witzig. Und da ist noch eine. Guck mal, die habe ich nämlich auch schon. Das sind nämlich genau die drei, die ich habe. Aber die habe ich zum Beispiel nicht. Weil ich die noch nicht gesehen habe. Das ist ja wunderbar. So einfach kann das gehen. Da ist Nummer 4. So, wo ist der Nummer 5? Dann schwimmen wir noch ein bisschen hin und her. Hey, das mal gleich gemacht. Drin was gewesen? Nö. Da drin war nix. Schwimmen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Ach, was ist das schön. Das Spiel sieht doch richtig scheiße aus gerade. Die Texturen sind mega ultra schwammig, aber ist auch egal. Wie man sieht, hier ist überhaupt nichts zu finden. Also die scheinen sich wirklich alle nur in dem einen Teil des Gebietes zu befinden. Alle 6. Heißt, rumschwimmen bringt überhaupt nichts. Haben wir gerade gelernt. Rumschwimmen ist überflüssig. Die scheinen wohl wirklich nur da zu stehen, wo der Boden so anders ist. Mann, das ist ja super, ey. Mann, das sieht ja großartigst aus. Ist ja der Hammer. Oh, oh, Gottes Willen, wie das Spiel aussieht. Also, falls ihr jetzt... Ja, das ist echt nur hier auf dem Boden. Ach, scheiße. Komme ich an den dran? Gar nicht, ne? Aber er anscheinend. Irgendwie. So, ich suche aber noch die eine Urne, die mir fehlt. Ach, guck mal, hier sind noch jede Menge. Ach, guck mal, hier sind auch noch 3. Ja, guck mal, die habe ich nie gesehen. Ach, hier gibt es ja viel zu viele davon. Guck mal. Und wir haben die Quest. Hätte ich das mal gleich gemacht, hätte ich die ganze Scheiße nicht suchen müssen. Wer ist mit ihm? Wer ist er denn? Wer bist du? Ach, das ist ein Spieler. Okay. Wollte schon sagen. So, dann gehen wir die Quest nochmal ab. Das war jetzt ein kleines Special fürs Ende. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Die 3 Minuten musste ich jetzt da dranhängen, weil, ja, nächstes Mal dann wieder mit besserer Grafik. Bis morgen. Tschüss.